Hallo liebe Filmfreunde, hier ist Folge 80 mit dem ersten von 8 Unboxing-Videos von meiner DVD-Börsenausbeute. Und ich habe mir überlegt, mit was fange ich an? Ist alles ein wenig schwierig zu machen, weil eigentlich ist alles ganz cool, ne? Aber ich dachte mir, ich fange mit dem an, was erst vor kurzem veröffentlicht wurde, und zwar von einem Mediabook, und zwar The Last House on the Left. Yes! Ich habe mir den zwar schon vorbestellt gehabt, aber dann war ich auf der DVD-Börse, dachte mir, oh, 25 Euro billiger als im Online-Shop. Dachte ich, okay, alles klar, nehme ich mit. Ja, Problem war bloß, was für eine Cover-Motiv nehme ich? Cover A oder Cover B? Beide sind auf 666 Stück limitiert. Hier seht ihr Cover B. Denn ich habe mich für Cover A entschieden. Denn irgendwie fand ich diese Farbgebung und auch ein bisschen das mit dem Haus richtig cool. Und dann, okay, das nehme ich jetzt mit. Mir gefällt mir ein bisschen besser. Und der Film ist, wie gesagt, auf 666. Das, ja, der Film, natürlich, der Film ist auch auf 666 Stück limitiert. Ansonsten gibt es ihn dann nicht mehr, weil es ja ein Film ist, der nur in dem Mediabook gibt. Nein, natürlich gibt es ihn natürlich auch in der Amaway. Und jeder soll halt entscheiden, was er sich kaufen möchte. Ich kaufe mir jetzt eben das Mediabook. Ja. Ich habe Nummer 214 von 666 Stück, eben wie gesagt Cover-A-Variante, weil mir die eigentlich mit am besten gefallen hat, und für 25 Euro im Gegensatz zu 29 Euro finde ich eigentlich ein guter Preis. Ja, der Film ist aus dem Jahre 2009, ist eine Remake, und ja, auch nicht jedermanns Geschmack, mir gefallen solche Filme. Und gut, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal das schöne Mediabook auf und schauen das einfach mal genauer an. Was meint ihr? Der Film geht erstmal auf Blu-ray 113 Minuten und auf DVD 109 Minuten. Wie gesagt, hier ist die DVD und die Blu-ray enthalten. Hat als Extras unveröffentlichte Szenen und Einblicke. Einblicke? Was für Einblicke? Ja, na gut, okay. Ist die Extended-Cut-Fassung mit enthalten? Also schon mal richtig cool. Ja, wir machen mal auf. Schubidiwupp. Und ist von Illusions das Mediabook und ist auch recht dünn gehalten. So, hier im letzten Mal das Covermotiv ohne Folie. So schaut es aus. Ist eher Geschmack gehalten, wie ich gesagt habe. Und The Last House on the Left ist hier rot geschrieben und in weiß. Und ich finde das Covermotiv richtig cool. Und dann eben mit der Frau. Dann eben das düstere Haus, wo sie gerade zu Besuch kommen. Und hier eben dann die vier, ja, Anti-Helden oder keine Helden? Nein, eigentlich keine Helden. Nein, 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 nein. Ja, okay. An der Seite eben steht The Last House on the Left. Kann man ein bisschen schwer lesen, vor allem kann man schwer lesen. Oben das Universal-Logo und hier eben das Illusions-Logo und hinten drauf eben dann noch die Inhaltsangabe vom Film, was es da geht. Ich halte es mal in die Kamera rein. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, auf Pause drücken und hier eben dann noch die Limitierungsnummer und auch noch dann die technischen Daten. Ich würde mal sagen, wir packen jetzt die Kamera da vor mir, ne, und schauen uns mal das in der Ego-Perspektive an, was in dem Buckel alles drin steht. Los geht's! Hier sehen wir nun das Cover A, The Last House on the Left. Hier nochmal eben dieses schöne Covermotiv, gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, richtig cool. Und jetzt hier nochmal, und dann schlagen wir mal auf. Und hier ist dann die Blu-ray-Disc zu sehen. Und wie gesagt, ist ein Repack, aber das stört mich eher weniger, da ich eben keine Amaways unbedingt kaufen möchte. Habe einfach ein wenig gewartet und schon kam das Mediabook geflogen. Legen wir auf Seite. Und jetzt eben hier The Last House on the Left in einem roten Hintergrundbild. Und hier eben, schaut richtig cool aus. Wirklich wahr. Und hier so ein Lied, ein Gedicht. Ich lese euch mal vor. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf den Heiden, war so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehen. Saß mit vielen Freuden, Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Knab sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich. Und ich wollt's nicht leiden, Röslein, Röslein rot, Röslein auf den Heiden. Und der wilde Knabe brach's, Röslein auf der Heiden, Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und ach, musst es ihm leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Ja, ich denke mal, habe ich auch ganz gut vorgetragen. Was meint ihr dazu? Ja, und dann tun wir mal durchblättern. Wie gesagt, auch sehr groß geschrieben. Man kann es wirklich sehr gut lesen. Wirklich sehr gut lesen. Also das könnte, glaube ich, sogar mein Opa lesen, ohne Brille. Und hier wird ein bisschen kleiner schon die Schändung des weiblichen Körpers als Unterhaltungsprogramm. Ja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Und hier geht es eben dann weiter. Wie gesagt, ist nicht jedermanns Filmgeschmack. Und hier eben noch ein paar Postermotive noch, was auch sehr schön gemacht worden ist, von Bauerstöchtern und Hippiebräuten. Und jetzt hier dann noch das letzte, hier eben dann noch die Illusions-Logo mittendrin, was ich nicht so schön finde. Und hier dann noch dann die DVD-Version. Und hier eben dann nochmal dann ein Hintergrundbild. Wenn man es zusammenklappt, dann ergibt es auch ein Bild von dem Haus. Ja, wir schlagen nochmal zurück. Und dann haben wir hier nochmal dann die Extended Version. Purer Terror. Wenn jemand verletzt würde, den du liebst, wie weit würdest du gehen, um Rache zu nehmen? Ja, das ist eine gute Frage, auch für mich. Denn wenn mir mit meiner Emma was so leid tun würde, ich würde ihm alles antun, was nur menschenmöglich fähig wäre, und noch viel weiter würde ich, glaube ich, gehen. Und hier noch dann die technischen Daten noch und Themen, die limitiert auf 666 Stück, Version A 214. Hier nochmal das Bein, damit ihr auch seht, dass es wirklich nicht so besonders gut zu lesen ist. Und hier, wir gehen nochmal kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, das Mediabook finde ich richtig cool gemacht, richtig schön auch, also auch innen drin vor allem das Booklet, natürlich auch das Gedicht, ja. Ich kann Dichter werden, was meinten ihr, oder? Auf jeden Fall, oder? Klar. Ja, das war's von mir und ich hoffe, es hat euch gefallen, mit dem kleinen Gedicht von mir vorgelesen. Und das war's von mir und bis zum nächsten Mal, euer Forsten 80. Wann das nächste DVD-Börsen-Ausbeute-Video kommt, lasst euch überraschen. Bis denn, tschüss, piep.